Herr Gesthüsen, die Zusammenarbeit zwischen Mitsubishi und Citizen ist ja alles andere als neu. Was prägt diese Zusammenarbeit zwischen diesen beiden größeren Unternehmen? Ja, also die Zusammenarbeit zwischen Mitsubishi Electric und Citizen Machinery startete in den 80ern. Die erste Steuerungsgeneration, die wir mit Citizen zusammen entwickelt haben, ja, das muss man auch immer ganz speziell sagen, zusammen entwickelt. Ja, also wir sind nicht wirklich Zulieferer, sondern eigentlich Partner von Citizen. Die erste Steuerung war die M300-Serie, die erste 32-Bit-Steuerung weltweit damals in den 80ern. Wenn wir das jetzt mal so vergleichen, M300, wir sind momentan bei der M800-Serie. Also kann man schon sehen, über 30 Jahre Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung. Neben dem Thema IoT, Industrie 4.0, all diese Themen sind natürlich auch in der Kooperation mit Citizen wichtige Themen. Betriebsdatenerfassung, was mache ich mit den Daten? Das heißt, erstmal, wir reden über Kommunikation. Ja, da werden natürlich Schnittstellen wie MT Connect, OPC UA, natürlich auch Teilnahme bei Umati. Das sind natürlich alles Themen und Sachen, die schon entwickelt wurden. Integration, wie man jetzt hier sieht, wird mit Sicherheit in der Zukunft auch immer ein größeres Thema werden. Roboterintegration, DRC-Funktionalität, Direct Robot Control. Ja, das heißt, dass ich den Roboter direkt über die NC-Steuerung ansteuern kann. Ich muss nicht mehr in der Roboterprogrammiersprache mich bewegen, sondern kann über G-Code den Roboter selber programmieren und einrichten. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt gerade wieder über Fachkräftemangel reden, ist das natürlich ein erheblicher Vorteil, wenn der Maschinenbediener, der in seiner CNC-Welt lebt, sich auch um den Roboter kümmern kann, den integrieren kann. Und natürlich, ich spare irgendwo auch Zeit und Kosten, weil normalerweise brauche ich öfter einen Systemintegrator, der sich um die Integrierung kümmert. So habe ich quasi alles in einem. Der Dreher des Jahres ist ja mal aufgrund des Fachkräftemangels ins Leben gerufen worden, um zu verdeutlichen, wie spannend eigentlich der Beruf des Drehers ist. Wie wichtig ist dieser Wettbewerb eigentlich für Sie? Sie sind ja auch Sponsor. Ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit eigentlich, um mal von unserer Seite des Steuerungsherstellers wirklich nah an den Anwender ranzukommen. Ja, weil unsere Kunden sind natürlich die Maschinenbauer, ja, wir sind auch nah am Endkunden, aber wirklich dem Bediener mal Feedback zu bekommen oder auch zur Seite zu stehen, ist eine tolle Gelegenheit. Von daher, ich denke auch, dass viele reden natürlich über Fachkräftemangel. Viele beschweren sich drüber, es ist eine große Problematik, aber es ist auch sehr wichtig, etwas dagegen zu tun, gegenzusteuern. Ja, und so ein Event jetzt hier, darüber zu kommunizieren, zu sagen, kommt hier hin, die Technologie des Drehens, generell Werkzeugmaschinen, das den jungen Leuten zu zeigen, das unterstützen wir natürlich stark. Und natürlich auch, um den Leuten die Marke Mitsubishi Electric und unsere CNC-Technologie und auch Robotertechnologie ein bisschen näher zu bringen.